Hallo Leute, hier ist wieder der Olli. Ich wurde gebeten, mal eine kleine Führung über meinen Flugsimulator zu machen. Dem werde ich gern nachkommen. So. Wir beginnen mit dem Rechner. Hier sind sehr viele Kabel, okay. So, das ist ein i9 Prozessor. 9900K. Dann haben wir hier noch eine Grafikkarte Nvidia 494. So, noch ein bisschen RAM dazu, 64er RAM. Ja, das dazu. Gut, gehen wir weiter zu den Kontrollen. Das ist eine Winwing F18 Control Einheit plus den F18 Startpanel. Dann haben wir hier die Honeycomb Turtle Einheit. So, hier haben wir jetzt den Brunner CLSI Stick zusammen mit dem Thrustmaster Hebel F16 oder A10 Hebel. Dann haben wir hier unten die Brunner Force Feedback Ruderpedale. Brunner, hier ist natürlich auch ein Force Feedback. So, dann kommt hier nochmal der Brunner Joke, auch als Force Feedback ausgelegt. Moin. So, zwei MFDs von Thrustmaster. Hinten drauf montiert sind zwei Bildschirme von CubeSim. So, dann kommt der schöne Sitz. Der Sitz ist sehr wichtig. Von Monstertech. Mit Ausschnitt hier, der ist so schön, wenn ich da sitze, dann sitzt er hier drin und dann verdreht er sich nicht mehr, wenn ich die Ruderpedal treten muss. Ja, so, was gibt's noch Schönes? Meinen schönen großen Hauptbildschirm, dann habe ich hier nochmal zwei kleine Bildschirme. Aufnehmen tue ich alles mit OBS. Ja. Da ich die meiste Zeit VR fliege, benutze ich hier meine kleine Brille, die schöne HP Reverb G2, und diese Brille habe ich mir an einen Galgen gebaut, wo ich sie dann immer aufhänge, wenn ich sie nicht brauche, und meine Kabel selber lasse ich hier über gewisse Punkte so hinleiten, dass sie über meinem Kopf stehen. Die Punkte sind gefedert bzw. sind hier mit Kabel verbunden, die dann wieder zurückgehen und somit wunderbar funktionieren. Gut, dazu das zu meinem kleinen Simulator. Hier habe ich noch meinen Thrustmaster Stick oder Base hinmontiert. Hier ist der kleine Schutz, Staubschutz. Nichts anderes als eine Vitel Saftflaschen Verschluss. So. Gut, das ist jetzt mein Hauptsystem. Bisschen chaotisch alles, aber
So, jetzt gehen wir mal zu den Einstellungen, die ich bei DCS habe für ein gutes VR-Erlebnis. So, wir sind jetzt hier in meinem Platz, meinem Lieblingsplatz, und wir werden uns jetzt mal anschauen, wie ich mein DCS für meine Brille eingestellt habe. So, wir gehen jetzt hier rein, oder wir sind schon drin, so, und gehen jetzt auf Einstellungen. Na, wo sind sie denn? Einstellungen, so. Systemeinstellungen. Auflösung 3840x2160. Ein Bildschirm. Auflösung Cockpit-Anzeige 1024. Kantenglättung DLAA. Hochskalierung mit DLSS. Der Qualitätsgrad ist ausgeglichen. Schärfe 0,5. Texturen hoch, Terra in Texturen auch hoch, Schatten hoch, flache Schatten weichzeichnen habe ich ausgemacht, sekundäre Schatten aus, SSS aus, Sichtweite ist hoch, ziviler Verkehr ist hoch, Wolken sind hoch, Wasser habe ich auf hochgestellt, SSAO habe ich ausgestellt, SSLR habe ich auch ausgestellt, Linseneffekt habe ich keinen, Hitzeflimmern habe ich hoch, Bewegungsunschärfe habe ich ausgestellt, Menge Bewegungsunschärfe ist hier auf 1, aber die ist ja ausgestellt, also keine keine Aktion hier drauf, Tiefenunschärfe habe ich ausgestellt, Screenshot-Format, GPG, brauche ich aber nicht. Farbstufe habe ich jetzt erstmal auf LUT, Technicolor 3. Das hat mir am meisten gefallen. Gut, jetzt hier zu den Einstellungen. Grasbüsche habe ich auch vollgestellt. Waldsichtbarkeit habe ich auch auf vollgestellt. Walddetails habe ich auf 1, also auf voll. Szenariendetails auch auf voll. Radius laden auch auf voll. Kaminrauchintensität habe ich auf 10, also auch auf voll. Gamma ist 2.2. Externes Sichtfeld auf 78. LOD Umschaltfaktor auf 1, das ist Standard auf 1. Maximal FPS 180. Wird aber nie drauf kommen. So, anisotropischer Filter, 16 mal Schatten, Terrainobjekte aus. Ich hab immer so bei den Einstellungen das Gefühl gehabt, dass die Schatten hier und hier Probleme verursachen. Wenn ich das hier auf ausstelle, dann habe ich keine Probleme mit der Berechnung. Globale Cockpitbeleuchtung ist an. Größe der Nachrichtentexte. Da ich auf VR fliege, habe ich sie auf 2 gestellt. GUI Maßstab 1,25. Dann habe ich hier Regentropfen an. VSync habe ich ausgestellt. Vollbild habe ich an. Mauscursor im Spielfenster festsetzen. So, das funktioniert sehr gut. So, gut. Das ist die eine Anpassung. Und wenn ich jetzt mit großen Mengen an Flugzeugen zu tun habe, dann stelle ich das ein bisschen zurück. Dann habe ich hier Texturen auf Mittel, Terrain-Texturen auf Niedrig, Schatten auf Mittel, Flächenschatten aus. So, Sekundärschatten aus, SSS aus, Sichtweite Mittel, ziviler Verkehr Mittel, Wolken hoch, Wasser Mittel, SSAO aus, SSLR aus, Linseneffekt kein, Hitzeflimmer niedrig, Bewegungsunschärfe aus und der Rest
Tiefenunschärfe aus und immer noch GPG und Technicolor 3. So, und dann habe ich die Büsche auf 750 gestellt, Waldsichtbarkeit auf 50%, Walddetails habe ich auch vollgelassen, Szenariendetails auch vollgelassen, Radiusladen auf 100.000, Kaminrauch habe ich auf 0 gestellt, Gamma auf 1,8, das ist aber je nachdem, was ich fliege, wenn ich in der Dunkelheit fliege, dann geht das wieder auf 2,2. Externes Sichtfeld bleibt bei 78, LOD Umschaltfaktor 1 und maximal FPS 180 bleibt auch. Anisotropische Filterung habe ich auf 2 gestellt, Schatten flach, Cockpit Beleuchtung aus, Nachrichtentext 1,2, das ist noch alt, den müssen wir wieder auf 2 stellen, aber gut, so. Regentropfen habe ich an, V-Sync aus, Vollbild an, Mauscursor im Spiel festsetzen. Können wir mal ganz unten nochmal abspeichern, so. Okay. Und auf dem dritten habe ich die Einstellung so gemacht, die ist nicht für VR, die ist für 2D, weil ich hier dann auf 3 Bildschirme gehe. Wo sieht man das? Monitore, CubeSimp, das sind 3 Bildschirme, womit ich einen Bildschirm auf meinem Hauptbildschirm habe und die beiden anderen auf den MFDs. So. Und hier ist, ja, Texturen hoch, Texturinfrastruktur hoch, Schatten hoch, Flächenschatten aus, Sekundärschatten an, SS aus, Sichtweite hoch, ziviler Verkehr hoch, Wolken Ultra, Wasser hoch, SSAO an, SSLR an, Linseneffekt keinen, Hitzeflimmern hoch, Bewegungsunschärfe aus, so, Tiefenumschärfe einfach und wieder Technicolor 3. So, hier Gräser und Büsche, voll, Waldsichtbarkeit auch auf 100%, Walddetails 1, also hier alles voll, Szenariendetails auch voll, Radiusladen voll, Kaminrauch auch voller Regelung, Gamma 1,5, externes Sichtfeld 78, LOD-Umschaltfaktor 1, Max FPS 180. So, dann hier wieder anisotropische Filterung 16, Terrainschatten aus, globale Cockpitbeleuchtung an, Nachrichtentext 1,75, GUI-Maßstab 1,25, Regentropfen an, V-Sync an, Vollbild habe ich ausgeschaltet. Wegen diesen 3 Monitorensystemen. Mauscursor im Spiel festsetzen. Okay. So, das ist so zu dem hier. Wir gehen jetzt wieder auf meine erste Speicherung. So. Steuerung, je nachdem, was für ein Flugzeug ich spiele. Spiele habe ich Funkhilfe drin. Einfacher Funk. Ansonsten alles aus. Hier F10 Sichtoptionen, alles. Spiegel habe ich drin. F10 Karten Benutzernotizen, da kann ich also alles reinschreiben, was ich will. Als Vorbereitung Wirbelschleppen an. Was sehr problematisch ist, wenn man sich dicht hinter einem Flugzeug bewegt, dann wird man da richtig schön durchgewirbelt. Also das muss jeder selber entscheiden, ob er das anmacht oder nicht. Ich finde es sehr realistisch, deswegen lasse ich es an. Editor-Symbol NATO, Avionik-Sprache Englisch, Einheit Imperial, G-Effekte nach Simulation, Bezeichnung habe ich keine mit drin. Improving Spotting Dot ist an, das heißt, das ist wichtig, wenn ihr VR fliegt. Ihr seht, wenn der Vogel, wenn der Gegner oder das Flugzeug, das ihr anfliegen wollt, weit weg ist, dann seht ihr einen schwarzen Punkt. Je näher er drankommt, irgendwann verschwindet der schwarze Punkt und ihr müsst mit Zoom dann das Flugzeug finden. Vogelschlag 0. Habe ich bis jetzt noch keine. Noch keine Vogelschlagprobleme gehabt. Will ich auch nicht haben. So, Voreinstellung, Missionseinstellung nicht forcieren. Habe ich nicht eingeschaltet. Gut, Verschiedenes. Ja gut, das ist jetzt externe Sichten, Zuschauer, externe Sichten.
F5 Ansicht, nächstes Flugzeug. AWACS-Sicht, freie Kamerasicht, F11. Kopfbewegung durch G-Kraft habe ich ausgeschaltet. Wenn man VR fliegt, kommen dadurch eventuelle Motion Sickness Sachen zustande. Weil sich der Kopf plötzlich bewegt, ja, die Sicht bewegt sich, der Kopf aber nicht. Und schon fühlt ihr euch schlecht. So. Force Feedback aktivieren, wegen meinem Stick. Hotter-System bei Simulationsstrahl synchronisieren habe ich ausgeschaltet. Das hat mir immer wieder Probleme gemacht mit meinen ganzen Geräten hier. Die haben sich dann irgendwie falsch synchronisiert. Speicher benutzerdefinierte Schnellansichten erlauben, jawohl. Piloten im Cockpit anzeigen, jawohl. Track EER bei externen Sichten habe ich eingeschaltet. Chatfenster beim Start. Autologin. Okay. Koordinatenanzeigen, Breiten- und Längengraden. F2 Sichteffekte habe ich keine. Was gibt's denn da eigentlich? Schweben und Schütteln? Naja, deswegen habe ich keine. Im Moment habe ich den Mirage F1 als Hintergrund. Gibt's viele Möglichkeiten. So, Spielern erlauben, Screenshots aufzunehmen, jawohl, ja. Missionseditor, also das ist das, wenn ihr eine Mission selber macht, dann speichert er bei mir jede eine Minute. Ich habe meine Erfahrung gemacht, dass plötzlich, wenn irgendwas ausgefallen ist, meine ganzen Einstellungen, die ich im Missionseditor mühevoll eingegeben habe, dann plötzlich weg waren und deswegen gehe ich auf eine Minute. Gut, Overlays, Steuerungsanzeige habe ich ausgeschaltet. Cockpit-Statusleiste habe ich auch abgeschaltet. Und Kampfschadensauswertung habe ich auch abgeschaltet. Die poppt dann irgendwann auf, wenn ich mal einen Treffer lande, aber das ist für mich nicht so interessant. So, Audio, Systemeinstellungen, wie ihr sie braucht beim Rechner. So, Lautstärke. Also, das ist eine Einstellung, die jeder für sich selber entscheiden muss. Das ist auch so, denke mal, nicht so spielrelevant. Das macht jeder selber. Spezial gibt es nicht so viel. Für mich zumindest jetzt im Moment. Ein paar Sachen. Hier Abhebeassistenz auf 0, Querrudertrimmung 0,0, Autoruder abgeschaltet. Angepasstes Cockpit Standard. Da gibt es, gerade bei den russischen Maschinen habe ich dann auf Englisch geschaltet. Gut. So, VR. VR-Headset ist aktiv. Pixeldichte 1. Das ist für mich das Beste. Mauscursor nutzen. Mauscursor im Spielfenster festsetzen. Dann rutscht er nicht weg, wenn ich hier irgendwann mal rausgehe. Eingebautes Audio-Device verwenden. Das ist hier die Öhrchen, Blumeneffekt habe ich ausgestellt, Maskengröße, MSA habe ich auf 0,52, HMD einschalten habe ich ausgeschaltet und somit bekomme ich hier diesen wunderbaren riesen Bildschirm, den ich dann auch mit OPS abnehmen kann. VR-Spiegeloptionen, diese S-Auflösung nutzen, rechtes Auge, weil ich sehr viel mit der BF109 fliege. Und da ist es gut, wenn das rechte Auge genutzt wird, weil da auch das Visier dann steht. Handcontroller benutze ich gar nicht. Handinteraktion nur, wenn Handcontroller vorhanden. Ja gut, aber ich benutze nicht. Gut. Was ich benutze, ist OpenXR. Das benutze ich, da habe ich meine Programme und habe dann mit OpenXR quasi nochmal das Bild etwas getuned. So. Gehen wir auf OK. So, sieht man das überhaupt, wenn ich jetzt hier. Nein, sieht man nicht. Vielleicht sieht man es, wenn ich das HMD einschalte. So, HMD einschalten. Okay.
Sieht man was? Nee, sieht man nicht. Also das ist jetzt ein Menü, das ich sehe, das nur im in der Brille dann erscheint. So, also wieder zurück. So, HMD ausschalten. Okay. So, also OpenXR ist für die HP Reverb G2 sehr gut geeignet. Ich habe hier Einstellungen drin, die die Schärfe des Bildes im Fokus meiner Augen hat und je weiter das Bild außen wegläuft, desto unschärfer wird es. Dadurch muss man nicht so viel berechnen. Das fällt aber in meiner Brille nicht auf. So. Und dadurch kann ich bessere FPS erreichen, höhere Frames per Second erreichen. Ja. Gut, ansonsten, das ist eigentlich alles, was man auf jeden Fall beachten sollte beim VR-Fliegen, ist, dass man einen schönen Sitz hat, weil man sehr lange fliegen wird. Das macht nämlich riesen Spaß. Und die Einstellungen, die ich hier gezeigt habe, sind auf mein System zugeschnitten. Das habe ich im Vorfeld ja schon gesagt. Das ist ein i9 9900K Prozessor mit einer Nvidia 4090er Grafikkarte und 64 Megabyte RAM. Nee, Gigabyte RAM. So. Die, glaube ich, bei 3000 irgendwas, bei einer 3000, über 3000er Frequenz sind. Die RAMs. So. Was ich euch empfehle, ist, euch hochzuangeln. Das heißt, ihr beginnt mit den VR-Einstellungen. Das sind jetzt die Standard-VR-Einstellungen. Und setzt jetzt alle Einstellungen jeweils so hoch, bis ihr die für euch richtige Einstellung gefunden habt. So, die speichert ihr erstmal auf einem Slot hier. Und dann könnt ihr immer weiter hochgehen, bis ihr merkt, jetzt geht's nicht, jetzt ruckelt er, jetzt beginnt mir schlecht zu werden oder ja, es ruckelt einfach und das Spielgefühl ist nicht mehr da. Dann geht ihr wieder zurück und dann habt ihr den höchsten mögliche Einstellung für euer System. So. Es gibt viele Videos auf YouTube, die bestmögliche Einstellung für FPS und sowas anzeigen. Ich gehe jetzt nicht so gern auf die Höhe der FPS, sondern muss das Bild und die Simulation stimmen. Wenn ich sage, damit kann ich gut fliegen, dann ist das für mich super. Und ich denke, das sollte euch auch genügen. Rennt nicht den FPS hinterher, sondern was euer persönliches Gefühl, was eure Immersion sagt, jetzt ist es super, jetzt fühle ich mich wie im Cockpit. Das ist die richtige Einstellung für euch. Das kann ich euch nur raten. So. Ja. Das war's eigentlich schon, ne? Jetzt gehen wir mal ganz kurz in einen kleinen Flug rein hier, einfach nur um. Na, ich habe, glaube ich, eine eigene Mission. So. Mission hier, so. Was haben wir denn hier? Warbelt Dezember. Der ist zwar schon rum, aber das macht nichts. So, da sind wir wieder. Der Simulator hat meine kleine Mission hier rausgeladen und jetzt schauen wir uns mal schnell an, was wir für einen nehmen hier. Ich würde sagen die P51. So, die muss jetzt erstmal richtig hergeladen werden.
Na, er braucht noch ein bisschen, bis er lädt, bis er alles hergeladen hat. So, wir sind drin, das ist schön. Ich habe mir jetzt einen Knopf immer festgelegt. Vielleicht ist das gar nicht mal so uninteressant. Das mache ich eigentlich in jedem Flugzeug, wo ich den Piloten darstellen kann. Zum Piloten darstellen und Piloten entfernen. Dann habe ich nämlich hier die volle Kontrolle und die volle Sicht über das ganze Cockpit. Dann ist sehr wichtig, dass ihr euch einen Knopf fürs Zoomen, einmal fürs normale Zoomen und dann gibt es noch eins, wo ich sehr, sehr stark zoome. So. Ja, ansonsten ganz wichtig ist auch der Knopf zum Zentrieren des Blickes. Den habe ich mir festgelegt. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Kopf hinbewegen. Dann habe ich das Cockpit quasi in die Richtung zentriert. So, also wieder zurück. Und somit kann ich dann quasi jedes Mal meine Sitzposition richtig hinsetzen. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen links. Jetzt sitze ich in der Mitte noch ein bisschen hier so. So. Jetzt gefällt es mir besser. So. Also, Zoom-Einstellung ist wichtig. Und die Bildschirmnullen oder Sichtnullen, Sichtzentrierung wieder, so heißt das. Genau. So, ansonsten legt ihr euch alles, was ihr braucht, auf die Hotards und auf die Stick und Throttle. So. Und wenn ihr dann noch eine schöne Tastatur habt, wo ihr alle Knöpfe kennt und wisst, dann könnt ihr die auch schnell erreichen. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt noch meine Sichten eingestellt. So, das ist die F2-Sicht. Kann auch noch ein bisschen zoomen hier. F2-Sicht. F3-Sicht. Die kann ich jetzt nicht verschieben. Dann wieder F1. Und dann habe ich mir noch mal die F10-Kartensicht draufgelegt. So. Ja. Wieder zurück. Ja, das ist eigentlich alles. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich kann euch die HP Reverb G2 eigentlich empfehlen. Ich fliege sehr lange damit. Und hatte jetzt im Moment noch nie Probleme damit. Sie ist recht komfortabel. Ja, sie liegt vor allem nicht an den Ohren an. Die Ohren sind frei. Ja, also kein Druck auf den Ohren. So. An dem hinteren Band kann man dann einstellen, wie fest das System hier auf den Kopf drücken soll. Man kann das Polster hier, da kann man sich ein neues Polster kaufen. Dann kann man auch eine Brille drunter tragen. Oder es gibt auch Anbieter, die Linsen anfertigen für Brillenträger, so dass sie den Schliff, den sie in ihrer Brille haben, quasi auf den Linsen haben. So, ansonsten, ja, würde ich euch empfehlen, das mal durchzumachen. Natürlich, ganz klar, wenn ich mit einem Headtracker und 2D fliege, habe ich bei so einer Kopfdrehung gleich mein Heckflügel im Visier. Hier muss ich mich tatsächlich so rumbiegen. Es gibt gewisse Programme, die man nutzen kann, um nochmal den Blick noch ein bisschen weiter zu bekommen. Da habe ich jetzt aber für DCS noch keins gefunden.
Für IL Thermovec gibt es eins. Da kann man dann einstellen, welcher Winkel noch zusätzlich dazu kommt, so dass ich mich nur noch so hindrehen muss, draufdrücken muss und dann kann ich nach hinten schauen. Ich finde das hier so aber sehr realistisch und deswegen lasse ich das auch so. Ja? So. Ist ein gutes Halstraining. Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und ich sag tschüss.